Wenn ihr weiter in Freiheit leben wollt, wenn ihr wollt, dass eure Kinder in Freiheit leben, dann müsst ihr dieses Video angucken. Denn unsere linke Regierung würde niemals zugeben, was gerade hier passiert. Und wir alle spüren es. Wir spüren, dass hier etwas nicht stimmt. Und ich werde es heute aussprechen. Wir leben in linksradikalen Zeiten. Wer nicht links ist, wer nicht linke Ansichten vertritt, der soll sich nicht mehr trauen, seine Meinung zu sagen. Was gerade passiert, ist die Abschaffung unserer konservativen Werte. Es ist die Abschaffung von Vernunft. Es ist die Abschaffung einer Nation. Es ist die Abschaffung von dem, was Halt und Identität stiftet. Das, was wir gerade erleben, ist der Krieg gegen unsere Kultur. Die Ampel weiß, dass sie schon längst keine Mehrheit mehr hat für das, was sie tut. In der letzten Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ging hervor, dass nur noch 38% zufrieden sind mit der Demokratie. Nur noch 38% sind zufrieden mit unserer Demokratie, so wie sie jetzt ist. Eine bedeutende Mehrheit hält unsere Regierung nicht mehr für regierungsfähig. Und deshalb greift die Ampel zu immer radikaleren Mitteln. Ich möchte sehr klar sagen, wir lassen uns das nicht bieten. Unsere Demokratie ist wehrhaft. Ja, klar. Statt zu erkennen, dass ein Regieren gegen die Bevölkerung nicht funktioniert, sprechen Sie vom Kampf gegen Rechts. Sie wollen uns weismachen, dass Rechtssein bedeutet, falsch zu sein. Aber wollt ihr wissen, was falsch ist? Es ist falsch, andere Meinungen in einer Demokratie zu verbieten, um seinen eigenen Machtinteressen zu dienen. Aber ich werde euch jetzt etwas zeigen, was vielleicht wahnwitzig aussieht oder den einen oder anderen bedrücken wird. Aber es ist genau das, was unsere Regierung gerade ausbrütet. Legen wir los. Ich bin davon überzeugt, dass wir damit auch unsere Demokratie schützen. Denn was haben wir in den letzten Wochen erlebt, wo gerade die AfD in Umfragen hochgegangen ist? Wir erleben einen Kulturkampf um soziale und ökonomische Themen. Wir erleben, dass Fragen von Klimaschutz und Heizen der Zukunft plötzlich zu Identitätsdebatten umgeframed werden. Und wenn wir dem was entgegensetzen wollen, dann reicht es nicht, dass demokratische Parteien mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, die sind schuld. Sondern dann muss jede einzelne Partei ihre Verantwortung übernehmen. Wir haben es alle schon gehört. Sie sprechen davon, die Demokratie zu verteidigen. Dabei wissen Sie gar nicht, was Demokratie ist, denn es bedeutet, allen politischen Strömungen dieselben Wettbewerbschancen und dasselbe Gehör zu verschaffen. Doch was passiert in der Realität? Die etablierten Parteien und Medien überschlagen sich seit Jahren mit Warnungen vor einem Rechtsruck in Deutschland. Sie sprechen davon, dass die nächste Nazi-Diktatur kurz davor ist, die Demokratie zu übernehmen. Jetzt ganz ehrlich, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gibt es hier irgendjemanden, der hier wirklich glaubt, dass sich eine NS-Zeit nochmal in Deutschland wiederholen könnte? Ich kann euch garantieren, das wird es niemals wieder geben. Aber genau das wollen die uns vormachen. Doch was wir in Wirklichkeit gerade erleben, ist ein Linksruck in Deutschland. Und den selbsternannten politmedialen Verteidigern der Demokratie ist das herzlich egal. Für die zählt nur eines: Hauptsache nicht rechts. Und das Ganze wird tatkräftig unterstützt von Thomas Haldenbach, unserem Verfassungsschutz, der jede Meinung, die vom linken Mainstream abweicht, sofort unter den Rechtsextremismusverdacht stellt. Und genau so soll in der deutschen Wählerschaft der Eindruck entstehen, dass nur linke politische Inhalte demokratiekonform sind und deshalb darf auch nur links gewählt werden. Fast 400 Seiten und nirgendwo Entwarnung. Der Verfassungsschutzbericht enthält nichts von politischer Ermutigungsprosa. Die größte Bedrohung, so Ministerin Faeser, komme nach wie vor von rechts. Ihr seht es mit den eigenen Augen. Subtil und wirkungsvoll wird aus rechts und konservativ ein Verfassungsfeind gemacht. Aber dieser Plan geht nicht auf. Immer weniger Bürger lassen sich einschüchtern. Immer weniger Bürger haben Angst vor dem Wort Nazi. Und genau deshalb haben sie Angst. Sie greifen zu immer härteren Mitteln. Sie erlassen Gesetze. Das Demokratieförderungsgesetz von Nancy Faeser. Was ist das denn? Damit sollen offensichtlich den linken Kräften in den Regierungen Massen an Gelder zugespielt werden. Und die dürfen dann entscheiden, welcher Verein demokratisch ist, spielen denen Geld zu und fangen schon an Schulen an, präventiv gegen andere Denkströmungen vorzugehen. Die ein oder anderen werden das jetzt schon kennen, was ich Ihnen zeige. Aber es drückt nochmal aus, wie weit es vorangeschritten ist, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, die den Auftrag der Neutralität haben,
die Botschaft der Ideologen in den Kinderzimmern eurer Kinder hineintragen. Guckt's euch an. Die Partei AfD sieht viele Dinge sehr anders als andere Parteien. Gerade in Thüringen haben einige Mitglieder der AfD rechtsextreme Ansichten. Rechtsextreme sind zum Beispiel der Meinung, dass Menschen mit anderer Hautfarbe oder Religion weniger wert sind. Rechtsextreme sind auch gegen Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, weil sie fliehen mussten oder weil sie hier arbeiten wollen. Rechtsextreme finden, die sollen weg aus Deutschland. Außerdem reden einige AfD-Mitglieder immer wieder schlecht über das politische System in Deutschland. Und sie versuchen offenbar, die Deutschen wütend darauf zu machen. Viele finden das gefährlich. Klar ist, längst nicht alle Menschen, die die AfD wählen, sind rechtsextrem oder finden alles gut, was die AfD will oder sagt. Viele wählen sie auch aus Protest, weil sie enttäuscht sind von den anderen Parteien und wollen, dass die sich mehr um ihre Probleme kümmern. Andere erschreckt es, dass so viele Wähler bereit sind, der AfD ihre Stimme zu geben und nun sogar ein Politiker der AfD Landrat werden konnte. Sie haben die Sorge, dass die AfD in Zukunft immer mehr Ämter bekommen könnte und so auch Leute mit rechtsextremen Ansichten in Deutschland immer mehr Macht bekommen und bestimmen dürfen. Ist das ein fairer politischer Wettbewerb, finanziert durch GEZ-Gebühren? Es geht den linksgrünen Komplex schon lange nicht mehr um Demokratie. Es geht darum, Demokratie zu beherrschen. Es geht darum, zu entscheiden, was Demokratie ist. Das Demokratieförderungsgesetz ist ein weiterer Schritt Richtung totalitären Staat. Aber das ist nicht das einzige Gesetz, was sie auf den Weg gebracht haben, um ihre Ideologie auf einem festen Fundament zu bauen. Das Chancenaufenthaltsgesetz dient nur einer Sache. Schaut es euch an. Was ich bei der politischen Linken hier wahrnehme, ist, sie möchte sich das Volk aussuchen. Früher war es so gewesen, das deutsche Volk hat sich das Grundgesetz und die Institutionen und die Regierung gegeben. Jetzt habe ich den Eindruck, die Regierung möchte sich das deutsche Volk geben und die Leute selbst aussuchen, die hier das Volk bilden, indem eine Massenzuwanderung nach Deutschland stattfindet. Nach der Massenzuwanderung, einem abgelehnten Asylverfahren, bekommen die Leute eine Duldung. Nach der Duldung bekommen sie das Chancenaufenthaltsrecht, nach dem Chancenaufenthaltsrecht die Einbürgerung und damit letztendlich auch die Möglichkeit, SPD und Grüne zu wählen. Das ist kein Scherz. Nachdem sich jemand illegal auf den Weg nach Deutschland gemacht hat, mehrere sichere Drittländer durchquert hat, wird er nicht abgeschoben. Nein, er bekommt eine Duldung und dann das Chancenaufenthaltsgesetz und dann letztendlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Tja, die Kommunen sind überlastet, Deutschland kollabiert, unser Land ist nicht mehr sicher und uns geht das Geld für die Renten aus. Und was macht unsere Regierung? Sie sendet ein Signal an der Welt. Kommt alle her. Jeder, der es schafft, der darf bleiben. Was man nicht alles tut, um seine Macht zu sichern. Eines der größten Anliegen der Grünen ist es, 10 Millionen Menschen das Wahlrecht zu geben. Hier. Und jeder, der nach Deutschland kommt, der soll auch wählen dürfen. Das ist es, was Grün sich vorstellt, wenn sie 2025 in die nächsten Wahlen geht. 7 Millionen weitere Wähler. Denn die 5 Jahre hier sind, sollen berechtigt sein, wählen zu dürfen. Und gleichzeitig ein nie endender Flüchtlingsstrom. Aus der ganzen Welt, aber keine Fachkräfte, wie sie uns versprechen, nein. Diese Menschen migrieren unsere Sozialsysteme. Und diese Menschen zementieren den Machtkomplex der Grünen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Annalena Baerbock diesen peinlichen Feminismus betreibt. Anstatt mit Herkunftsländern Abkommen zu schmieden, damit wir endlich die illegale Migration beenden können und die nicht hier sein dürfen, abschieben. Aber wenn sogar das Auswärtige Amt bei der Schleusung illegaler Migranten beteiligt ist, dann kann man nur wenig hoffen. So ist das halt, wenn man keine politische Mehrheit in Deutschland hat. Dann muss man sich diese halt importieren. Aber auch mit dem Selbstbestimmungsrecht und der Zensur unserer Sprache wurde ein entscheidender Schritt vollzogen. Jetzt können endlich 14-jährige Kinder selbst entscheiden, ob sie sich einer Geschlechtsumwandlung oder einer Hormontherapie unterziehen wollen. Und wenn Eltern was dagegen haben, kein Problem. Dann kann man die beim Jugendamt anzeigen gegen das Kinderwohl. Denn sexuelle Vielfalt ist das Wichtigste in unserer Zeit. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum tut man so etwas? Warum lässt man Jugendliche nicht einfach auf den natürlichen Weg heranreifen?
Warum verwirrt man sie sowieso in einer identitätssuchenden Phase mit irgendwelchen Gender-Debatten und sexuellen Vielfaltsunterrichtsstunden in der Schule? Ich kann euch sagen, woran das liegt. Es schwächt die Familie, denn wenn die Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind, dann kann man leichter über sie herrschen. Es gäbe noch vieles zu sagen, aber weil ich heute mega erkältet bin, muss ich dieses Video ein wenig abkürzen. Aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich noch speziell an 7 Personen bedanken. Denn die haben über den Super Thanks Button in das zukünftige Mikro investiert, womit ich bald für euch alle viel bessere Videos in einer besseren Qualität machen kann. Danke an John Gerten, Mastino Magma 8939, Dennis R82, Iris DQ5SR, Marco Rudolf 7397, Martin Braub Freiburg, Marcel Brem 8251 und U genau. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Aber auch an allen anderen Zuschauern, die regelmäßig meine Videos gucken und mir ihr Abo geschenkt haben. Es motiviert mich und gibt mir Kraft. Und ich freue mich jedes Mal, ein neues Video machen zu können. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.